Moin moin liebe Kunden, mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme und wir haben gedacht, wir bauen mal heute für Sie keine neue Terrasse oder erklären Ihnen nicht die Funktion unserer Profile, sondern wir machen einen Hausbesuch. Und zwar besuchen wir eine über 6 Jahre alte Terrasse, die wir mit unserem ersten Aluminiumsystem in Mischbelag, Keramik und Holz gebaut haben. Wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Impressionen, wie eine 6 Jahre alte Terrasse oder schon über 6 Jahre alte Terrasse im Grunde genommen aussehen kann. Folgen Sie uns. So, liebe Kunden, ich hoffe, Sie sehen, dass eine Terrasse auch nach über 6 Jahren entsprechend so aussehen kann. Das kommt natürlich nicht nur von den Belegen, sondern letztendlich auch von der Unterkonstruktion. Also das, was wir immer wieder erklären, eine entsprechend qualitativ hochwertige Unterkonstruktion, die im Grunde bezahlbar ist bei uns, bringt Terrassenergebnisse. Und zwar langfristig. So, ich stehe, wie Sie sehen, hier in unserer Terrasse. Ich habe mal 2 Keramikplatten rausgenommen und Sie sehen hier tatsächlich unser System, was wir bis heute seit Installation damals hier bei diesem Projekt nicht wieder angefasst haben. Ja, es ist im Grunde genommen gleiches System. Natürlich haben wir Produktevolution. Wir haben im Grunde die Hauptprofile, die Sie da sehen, unsere Stelzlager, ja, die im Grunde auch noch in voller Funktion sind. Wenn Sie die drehen, Sie merken, da ist Druck. Wir haben die Verstrebung, ja, auch ganz wichtig, dass Sie Rahmen, Aluminiumrahmen verstreben. Allein die Aluminiumprofile reichen da, finde ich. Wir haben den Plattengleiter, den wir heute noch haben, damals schon. Hier sind andere Pads drauf, weil wir damals die entsprechenden Weichpads noch nicht hatten. Und ja, Sie sehen, so kann eine Terrasse aussehen. Ja? Diese haben wir aufgebaut auf einem entsprechenden Sand, auf einem entsprechenden Sandboden. Dazu gibt es auch ein Video in unserer Mediathek, damit Sie sehen, wie das entstanden ist. Sparen Sie sich teure Fundamentarbeiten. Investieren Sie nicht erst 1000 Euros in Erde wegbringen oder aufschütten und verdichten und Schotter, sondern bauen Sie im Grunde genommen, so wie wir es Ihnen zeigen, große Übertragungen, die Sie mit wenigen Fundamenten realisieren können, darauf Ihre Belege verlegen und Sie haben perfekte Ergebnisse. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie schön eine Terrasse auch im Randbereich aussehen kann, wenn man entsprechend voll umlaufende Randabschlüsse einsetzt. Ja, liebe Kunden, jetzt zeigen wir Ihnen einfach mal eine Sonderbausituation hier, die eigentlich gar keine Sonderbausituation ist, weil letztendlich wer Terrassen baut und gerade beim Plattenverlegen, kennen Sie das, ist immer wieder damit konfrontiert, dass Sie Hauseintritte haben, dass Sie Hausrücksprünge haben, dass Sie um eine Fläche drumherum bauen müssen, dass die Bauanschlüsse nicht gerade sind, dass all diese Dinge, die da sind, müssen im Grunde in irgendeiner Weise auch dargestellt werden. Das heißt, Platten, die ja nun ein gewisses Format haben. Man hat nicht immer wieder das Glück, dass man bei zum Beispiel einer Platte 60-60 auch wirklich volle Platten legen kann, sondern in vielen, vielen Fällen muss man im Grunde schneiden. Also es bleiben kleine Schmutzkanten zurück, Ausklinkungen müssen gemacht werden. Und da im Grunde genommen grenzen wir uns ab von vielen, vielen anderen Marktbegleitern, weil wir ganz klar sagen, unsere Aluminium-Unterkonstruktionssysteme, wenn Sie Platten verlegen, gibt es nur mit umlaufendem Randabschluss. Und umlaufend heißt, dass der um das ganze System geht, an der Seite und auch an der Front. Die Vorteile sind natürlich ganz klar, dass die Platten sich im System nicht mehr bewegen können. Sie haben eine wesentlich höhere Stabilität auf Dauer. Sie minimieren, wenn Sie nur auf 2 Haltern am Ende arbeiten, die Drehwirkung der Platten bei Ein- und Austritten auf die Terrasse, wenn man dort auf die Kante tritt. Aber der größte Vorteil ist, dass Sie im Grunde genommen, das zeigen wir Ihnen gleich, wie in gleichen Bildern. Im Grunde genommen solche Extremsituationen, wie wir sie hier haben, schräges Grundstück, gerade Platte, in diese Richtung verlegt, wunderbar lösen können. Also verzichten Sie nicht auf einen umlaufenden Randabschluss aus den entsprechend qualitätstechnischen Gründen. Machen Sie sich die Montage einfach. Sie werden sehen, wie viele Vorteile ein wirklich breiter umlaufender Randabschluss hat, damit Sie im Grunde auch kleine Restplattenstücke vernünftig ablagern. So, liebe Kunden, ich hoffe, der Besuch auf einer über 6-jährigen Terrasse
hat sie interessiert, hat ihnen gefallen. Sie sehen, in welcher Qualität entsprechend Terrassen nach sehr, sehr vielen Jahren, und diese Terrasse wird sehr, sehr stark genutzt, auch noch aussehen können. Hier in Verbindung mit Platte und Holz, auch dazu zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Fotos, dass es im Grunde mit unserem System relativ einfach ist, auch Belege zu mischen, weil es oftmals von der Optik her, von der Nutzung her, wie auch immer, eben auch sehr, sehr nützlich sein kann, nicht nur einen Belag zu verlegen, sondern im Grunde verschiedene Belege. Auch das ist in unserem System, wie Sie sehen, vor 6 Jahren schon möglich gewesen. Das ist also auch kein Hexenwerk. Auch da sind wir, ich sag mal, sehr, sehr weit gewesen schon. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie einfach man eigentlich Keramik reinigen kann. Sind Sie daran interessiert? Dann zeigen wir jetzt ein paar Bilder.